So, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Submerged. Ja, ich habe in der Pause mal ein wenig rumprobiert mit dem Controller und ja, der Controller ist voll geladen. Der ist voll aufgeladen und ja, ich habe nochmal die Verbindung zum Bluetooth nochmal getrennt und nochmal neu aktiviert. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt was hilft. Wenn nicht, ja, dann weiß ich auch nicht, dann steht mir wahrscheinlich ein weiterer Kauf eines neuen Controllers da oder beziehungsweise Umtausch. Und ja, der Controller spinnt immer noch. Gut, sollte es so sein, dass es extremer wird jetzt hier in der Aufnahme. Wie gesagt, breche ich dann halt diese Folge ab und fange dann nochmal von vorne an. Ich glaube, auf welchem Gebäude war das denn? Ach, da unten müssen wir hin. Okay. Weil das bringt ja nichts, wenn ich dann irgendwie auf einmal so auf einmal so und ich kann nichts mehr machen. Ist natürlich nicht so schön für euch auch. So, auf dieses Gebäude müssen wir. So, wo war denn nochmal der Anlegepunkt? Hier, ne? Genau, sehr schön. So. Dunkles Domizil. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon auf diesem Gebäude waren. Ich glaube, das ist das mit den Leitern, wo wir da in das Gebäude so ein bisschen reingehen können. Jetzt spielen wir erstmal ein bisschen storymäßig weiter. Natürlich. So. Ja, da haben wir, glaube ich, ja, da habe ich in dieser Aufnahmesession, glaube ich, angefangen, dem Gebäude. Ist ja mittlerweile die dritte Aufnahme, Dritte Aufnahme, Session. Mayonnaise. Nein, da lang. Oder wie der eine da durch die Wand gesprungen ist bei der einen Folge. Kannst dich nur dran entsinnen, alter Schwede. Da habe ich auch so gedacht, Und gerade, oder beziehungsweise die Folge, die du gestern gesehen hast, oder vielleicht heute die angeguckt hast, die letzte Folge. Alter, die Typen haben keine Gesichter. Was sind das? Sind das die Einwohner? Und was machen die, oder was wollen die von uns? Die sollen weggehen. Ich habe ja auch ein bisschen die Vermutung, dass wir, also die Charakteren, die wir hier gerade spielen, dass wir uns, glaube ich, gerade ein wenig in diese Richtung verwandeln. Dass wir vielleicht auch, ja, so eine Person werden. Das wäre natürlich nicht sehr schön. Mein Gott. Geh doch darauf. So. Sehe ich hier vielleicht noch ein Buch? Leuchten oder so? Ich glaube nicht. Da waren wir, glaube ich, schon. Da ist nichts mehr. Okay. Dann müssen wir weitergehen. Hallo? La 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 la. So. Weiter nach oben zum nächsten Überlebenspaket. Was mussten wir jetzt nochmal suchen? Was war das nochmal? Mussten wir jetzt nicht... Desinfektionsmittel hatten wir gefunden, gar nicht. Was war das denn nochmal? Nähen hatten wir jetzt auch, die Wunden. Die Wunden haben wir jetzt genäht. Was war das denn noch? Was mussten wir denn jetzt nochmal finden? Schauen wir mal. Ach ja, Schmerztabletten, stimmt. Ich vergaß. Noch zwei Überlebenspakete. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert, nachdem wir dann geschlafen haben gleich. Hallo Framerate.
Schön, dass du da bist. Und ja. Ihm geht's einigermaßen besser. Er sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Aber uns geht's nicht gut. Uns geht's wirklich nicht sehr gut. Der Turm. Dort haben wir angehalten. Dort haben wir unseren Bruder mitgenommen. Haben ihn hingelegt und sind auf Reisen gegangen, um ihn zu retten und zu behandeln. Ja, und der Ausschlag, den wir am Körper haben, wird immer schlimmer. Brauche etwas, um Taco wieder zu stärken. Ja, ich denke mal, vielleicht was zu essen organisieren jetzt. Mensch, der Junge hat doch schon lange nichts mehr gegessen. Der Junge isst doch schon kaum noch was. So, ich würde sagen, machen wir erstmal das Überlebenspaket. Das müsste, ich glaube, das Gebäude sein. Oder? Da waren wir... Hä? Moment. Nee, wo ist denn das? Ich schau mal eben. Ach nee, das ist da hinten. Okay. So. Ich schau mich nochmal ein bisschen um zwischendurch. So ein bisschen, ob ich vielleicht nochmal irgendwas entdecke. Vielleicht so ein Boot-Upgrade oder vielleicht nochmal ein Buch ich irgendwie im Augenwinkel entdecke. Ah ja, genau, das Gebäude war das. Ah, guck mal einer an. Schau mal einer, guck, was wir da aufgesammelt haben. Ein Boot-Upgrade. So. Auf geht's. Vielleicht kommt ja noch der... Ich bin mal sehr gespannt, vielleicht kommt ja wirklich noch so der Twist, dass wir... Also, dass die Charakterin hier richtig krank wird, sich gar nicht mehr bewegen kann, wir unserem Bruder geholfen haben und wir dann mit ihm weiterspielen und wir dann quasi ihr helfen müssen. Das wäre natürlich auch ein geiler Twist, aber dann würde er wieder krank werden und so wäre das ein ewiger Kreislauf. Ein ewiger, unaufhaltsamer Kreislauf, wo die beiden dann wären, den man quasi ja nicht aufhalten kann. Aber wir wissen es noch nicht. Wir werden es auch bald herausfinden. So. Es geht weiter hinauf. Jetzt muss ich kurz gucken. War das jetzt hier? Ich glaube ja. So. Na dann wollen wir mal. Ja, wir haben viel erlebt mit den beiden, muss ich sagen. Also, wir haben viel gesehen von der Stadt. Viele Geschichten gehört oder beziehungsweise zusammengefasst. Wir können ja, das werde ich auch gleich nochmal tun. Ich glaube, ich werde das in dieser Folge, glaube ich, nochmal machen. Und es fängt dann zu regnen. Und momentan ist auch wieder so ein tolles regnerisches Wetter, also zumindest bei mir. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir gerade ist. So, jetzt mal eben kurz schauen. Muss ich jetzt nicht hier lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, genau. Nein, was machst du denn? Alter, geh doch darüber. Verdammt. Hör auf, da rumzuhampeln, Mann. So, und jetzt geh einfach da hoch. Hallo? Ja, genau, sehr schön. So, da wäre... Ich mache gerade nichts. Die Charakterin bewegt sich gerade von ganz alleine und, Ist okay. Ganz ruhig. Darf ich kurz R1 drücken? Sehr schön. So. Machen wir mal die Geschichte der Stadt. Also,
Uns fehlen da, wie gesagt, noch ein paar, aber wir versuchen es mal so ein bisschen zu entziffern. Also, wir haben auf jeden Fall eine sehr sonnige Stadt gehabt. So, die natürlich voller Leben war. Und die Menschen, die dort gewohnt hatten, hatten auch... Hallo? Ja, da ist der Controller mal wieder ausgefallen und ich kann jetzt gar nichts... Doch, ich kann was machen, fortsetzen. So, also geht's nochmal von vorne los. Kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich scrollen. So, und die Menschen waren voller Vorfreude, haben auch... Hallo? Hallo, ich bin noch nicht so weit. Okay, der Controller gibt jetzt echt den Geist auf. Das ist natürlich echt assi jetzt gerade. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Gerade jetzt mit in der Aufnahme. Hui! Bleib doch einfach mal stehen. Ich glaube, der Controller gibt jetzt echt den Geist auf gleich. Okay, jetzt geht's wieder einigermaßen. Ja, Stadtbevölkerung ist gewachsen, so wie das aussieht. Und um den ganzen Planeten, um die Sonne rum? Nein, um den ganzen Planeten vermute ich mal. Hallo? Hallo? Dann kam ein Gewitter, ein Sturm, zog auf. Ich würde gerne scrollen. Das macht keinen Spaß, so bin ich ganz ehrlich. Und ich, hallo? Der Controller tut nicht mehr das, was er eigentlich soll. Ich versuche ihn mal... Naja, das geht nicht, das stört dann in der Aufnahme. Verdammt! Jetzt ist echt... Ja, es hat sich, glaube ich, so gerade eben... Toll. Hallo? Geh doch einfach... Ja, geh einfach weiter, genau. Einfach in die Richtung gehen. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Nein, nein, da lang. Nein, da, nein, da. Nein, da lang. Nein, da lang. Da lang, bitte. Geh einfach da lang. Geh einfach da lang, bitte. Nein. Ich trau mich gar nicht, dieses Paket einzusammeln. Ich, habe Angst, dass dann... Alter, was ist denn hier los? Ich drücke einfach mal X. So. Jetzt kann mir nichts passieren. So, und wir haben... Ist es Nahrung? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es Nahrung. So. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch die Aufnahme gleich beenden. Nach der Zwischensequenz, weil, wie gesagt, das bringt ja gar nichts jetzt hier mit dem Controller. Der gibt ja echt den Geist auf. Toll, super. Jetzt habe ich schon zwei kaputte Controller dann hier liegen. Mein Gott. Ja, Taco sieht schon wesentlich besser aus. Aber uns geht's darum umso schlechter. Die Nacht brach ein. Ja, wir haben natürlich versucht zu retten, unseren Bruder. Haben ihn immer wieder Hilfspakete organisiert, damit es ihm besser geht. Uns geht wieder schlechter. Ich brauche etwas, um Tacos Schmerzen zu lindern. Ja. Komischerweise geht's jetzt wieder. Ja, die Frage ist nur, wie lange. Aber trotzdem, würde ich sagen, beende ich das denn jetzt diese Folge. Die ist leider ein bisschen kürzer. Tut mir leid, ist leider nicht meine Schuld. Ist die Technik. Ja, kein menschliches Versagen, ist leider technisches Versagen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so noch auf uns wartet. Und wir werden uns dann in einer weiteren Folge Submerge sehen. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich dann jetzt einen neuen Controller bekomme. Das ist natürlich auch ärgerlich dann auch für die Let's Play Live Show. Ich muss das alles diese Woche dann noch organisieren. Muss ich gucken. Ich nehme das nämlich jetzt gerade am Sonntag, den 16. August auf. Also quasi nach der Let's Play Live Show. Ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ich so schnell wie möglich einen Controller bekomme. Ansonsten sehen wir uns in einer weiteren Folge Submerged auf jeden Fall. Und ja, viel Spaß beim Videos gucken bei mir auf dem Channel. Macht's gut, ciao.